Ach Gott, jetzt kommen wir in diese lange Ladenzeit. Ich hasse das. Kannst du auch schneiden, Benny, die fucking die Zuhörer. Ja, klar. Zuhörer natürlich. Nee, ich würde, also ich würde das Gameplay schneiden, aber die Ladezeiten sind. Ja, ist so. Da wird dir unsere tollen Gespräche im Kopf kommen. Nee, da haben die Leute mehr von Gott mehr. Richtig. Ein richtiger Mehrwert. Der Quatsch Online Club. Ja, dann ja, würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der nächsten Vorbereitungsmission. Jut. Oh, krass, und der hat auch schon automatisch eingeladen. Das finde ich ja geil. Ach geil, kannst du jetzt mit den Dingern wenigstens fliegen? Das scheint fast so. Boah, das wäre ja geil. Fände ich aber lustig, wenn das dann nähert euch mehreren Zielfahrzeugen, wenn da so ein Flugzeug als Zielfahrzeug betitelt wird. Ja, warum? Sind ja Luftfahrzeuge. Ja, das stimmt auch wieder. Klugscheißer. So, wo stehen die Autos? Die musst du jetzt erst noch holen. Ah, oh, tatsächlich. Weil wir eben noch, das. Wie dämlich ist das? Weil wir die eben noch nicht geholt haben. Ja, die stehen. Oh. Die wurden getuned. Ja, ja. Aber wer hat die da hingebracht? Der Tuning-Imperator. Der Tuning-Imperator. Ja. Hey, Danny! Geht's? Was denn? Oh. Der war bei den, wie hießen die früher? Die PS-Profis. Boah. Dann sagt er zu mir, ich fahr beschissen, weißt du? Ja, weil ich gerade den Wegpunkt setzen muss, weil du einmal nicht mal das hinkriegst. Ach so, als Beifahrer. JP, du hast bitte eine gelbe Linie deines Amtes. Nein, hab ich nicht. Jetzt habe ich einen. Junge, jetzt hast du eine pinke Linie, ja. Boah, habe ich keine gelbe. Nein. Jay Mamba? Ja? Bitte einmal den Wegpunkt setzen. Was? Was? Wegepunkt, bin ich bei den Pfadfindern oder was? Einfach der Nase nach. Ja, danke. Immer der Nase nach, genau. Vom Geruch her. Was? Herrlich. Wer? Was? Oh! Ja, warum? Wie? Wer? Der Spaceballs, wer? Das ist genauso wie eben. Welche Farbe? Chrom, wo ist das bei Chrom? So. So. Ist kein Fluxkompensator drin. Wer hat sich denn da den Grünen noch gemacht? Meiner. Ja, stimmt, das kann nur einer sein. Ja, aber fliegen kannst du mit den Kisten jetzt immer noch nicht, oder was? Noch nicht. Ja, und jetzt? Okay, ich fahr zu D. Dann fahr ich fahr ich C. Viereck für schon Bordwaffe. Oh, geil. An A. Wir haben eine Bordwaffe. Okay. Ja, das ist schon mal was. So, Moment. Kurz GPS. Ziel D. Raketen. Yay. Ja, scheiße. Der zeigt mir natürlich das Ziel von Benny dann an, wenn der was markiert. Echt? Oh. Ja, das ist natürlich jetzt auch gut. Okay, ja, Moment. Entschuldigung. Also, wie doof das ist schon wieder. Stimmt, das hatten wir doch früher auch immer, das Problem. Toll. Wer ist denn jetzt zu C gefahren? Ja, wer ist zu B gefahren? Ja, es hat sich ergeben. Ach so. Der ist vor mir gewesen. Wer ist denn jetzt zu B gefahren? Also, ich fahr jetzt mal zu A. Danke, Chris. Da bin ich auch. Nein! Dummer Hund. So, warum gibt's in dem Auto ein fliegendes Auto, wenn du das Auto nicht fliegen kannst?
Also es ist gerade keiner zu B gefahren, kann das sein? Ja, hier scheint es kommunikative Probleme zu geben. Ich würde wer hat denn eben gesagt, er fährt zu B? Ich habe gesagt, ich fahre zu A. Ja, und ich habe gesagt, ich fahre zu C. Dann ist aber noch jemand anders herübergekommen. Der ist mir über den Weg gefahren. Wenn du so langsam bist, kann ich nichts dafür. Der ist über den Weg gefahren. Ist mir wirklich über den Weg gefahren. Kollege, du hättest am Anfang direkt einen anderen Weg nehmen müssen. Nee, Bruder, der hat mich so geführt. Mhm. Ich bin dir keiner Rechenschaft. Bist du denn schon fertig mit A? Ich bin mit D schon fertig. Ich fahre jetzt Richtung B, weil da gar keiner ist. Ja, ich jetzt auch. Ich auch. Hä? Oder kriegen wir alle andere Ziele angezeigt? Kann das sein? Nee. Eigentlich nicht, die sind einfach nur richtige Trottel. So. Kann doch wieder irgendeiner sein Alphabet. Hast du denn jetzt. Hast du denn C fertig? Ja, schon lange. Gut. Weil es ist mir direkt vor der Nase gewesen, deswegen. Ja. Ist klar. Mann, sind wir wieder Eumel. Das ist wie mit diesem Pacific Standard heißt. Mit links, rechts, geradeaus. Nein, fahr hier, fahr da. Nein, doch. Oh. So. Links, nein, doch. Ich habe jetzt schon zwei Zielfahrzeuge gemacht. Was ist mit euch? Ich bin tot. Nein. Hä? Warum? Oh nein. Das würde ich auch gerne wissen. Ich stand an dem Fahrzeug, war am Laden und dann öffnet sich die Tür, zwei Schüsse, ich bin tot. Nein. Direkt im Auto. Da musst du eine Weste tragen. Ich habe eine Weste getragen, aber das ging trotzdem ganz schön schnell da gerade. So, liebe Leute. So, ich fahre zu D. Wer fährt jetzt zu wem? Ich fahre zu Dora. Ich zu C. Ich fahre zu Cäsar. Ich nehme B wie Bertha. Das ist mit Anton. So, also wie gesagt, ich nehme Bertha, ne? Ja, ich Dora, ne? Ich Cäsar, wie gesagt, Cäsar. JP, welchen nimmst du dann folglich? Ach, der Penner ist ja oben. Ach geil, ich kann einfach über den fahren. Echt? Ich frag grad, ob bei euch nicht die Tür für den Transporter aufgemacht wurde, was bei euch geschossen wurde. Autsch. Wir hätten jetzt eine andere Route. Oh, ich hasse Hetzer. Ich bin durch. Wer braucht Hilfe? Ach nö. Fahr mal zu A wie Anton. Ich komme. Das müssen wir jetzt mit den Kisten machen. Was musst du jetzt mit denen machen? Einfach hinterherfahren, oder was? Hinterherfahren, mit dem Handy hacken und dann zerstören. Sobald er dir sagt, dass genau. Du zerstören lässt. Sobald der, nicht vorher. Sobald der blaue Kreis rot wird. Ah! Ich war jetzt... Das gibt's nicht. Ey. Ich hab meinen auch fertig. Autsch. Wie viele brauchen wir noch? Ja, nur noch also Anton. Ja, dann markier mal Anton, dann komme ich jetzt auch mal darüber. Kann ich, jag den gerade. Warte. Ja, nee, dann lass, dann mache ich das. Okay. Der fährt allerdings, ne, also... Ja. Hä? Warum kann ich hier nicht hacken? Ich bin gerade... Achso. Weil ich, glaube ich, eben angefangen habe. Schön neben ihm bleiben. Nochmal. Ah, super. Okay. So, und jetzt? Ich fahr zu Bravo.
ich fahr zu Alpha. Nee, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn JP und ich zu Alpha und Bravo fahren. Weil wir sind schon hier oben in der Stadt. Wir sind da hier unten. Ich fahr zu Charlie. Na gut, ich eigentlich auch. Okay. Hä, sind dann die auch. Delta, ne? Sind das Schiffe? Sind das Boote? Ja, das sind Boote. Scheiße. Achso, hab ich nicht mitbekommen. Oh, die können jetzt schweben. Was? Wie? Wie das? Drück mal X. Huh? Nice! Geil! Jawoll! Wo ist das schwer, das zu Wie fahren, geil ist das Teil? Denn? Das geht gar nicht! Nein! Ja, Mann. Wie Boah, geil, wie soll das denn gehen? Aber die fliegen nicht hoch, ne? Nee. Nee. Nee, aber so können wir das Wasser. Mann, vielleicht später erst. Aber du kannst schön übers Wasser fließen. Ja. Boah, da müssen wir jetzt aber ganz gewaltig aufpassen, ne? Shit, Quatsch. Ich hab eigentlich viel zu wenig. Kann doch nichts passieren. Ja, dann heil dich doch. Du kannst dich doch jederzeit heilen. Ich hab dir nichts mehr zum Heilen. Ich hab keine. Im Inventar habe ich keine Snacks, um mich jetzt zu heilen mehr. Oder wie geht das? Kannst auch westen, ne? Hat er auch keine. Nee, wir sehen nicht. Indem du was isst. Alles leider null. Okay. Kannst übrigens in der Dingens. Macht der denn da? Wo fährt der denn hin? Wir sind ja im freien Modus, ne? Du kannst immer noch zu. Ah, ne, das ist eine Mission jetzt, scheiße. Ja. Du kannst aber in dem Bums da, wo wir in diesem Hauptquartier, kannst du auch an der Rezeption Futter anfordern, ne? Also auch voll und komplett. Nein! Oh. Dann warte gerade, weil ich bin nämlich hier mit meinem fertig. Okay. Weil wir sind schon lange geschossen. Ich war noch nicht nah genug dran gewesen, um zu hacken. Ja, ich mach das dann. Du kannst jetzt mit den Dingern schön übers Wasser fahren, oder wie? Ja. Und leiten. Musst du auch. Dann ist mein Weg hier finden, oder? Ja, nice! Das Hoverboard! Verdammt! Ah, doch, jetzt. Boah, ist das schwer, die Kiste hart zu fahren, ne? Nein! Das Meer ist so riesig und du fährst gegen mich. Nicht sterben! Nee, ach, das ist ein Schiff hier, das müssen wir, ja? Mhm. Also ich hab das eine schon gemacht. Baboom! Okay. Das geht ab. Voll geil. Das geht ab. Hackst du oder soll ich? Ah, ich bin gerade am Hacken. Oh, ich hab ja sogar noch eine Panzerung übrig. Nice, Alter. Das ist richtig witzig. Oh fuck, ich sterbe gleich. Über Wasser nicht X drücken, ne? Das wäre blöd. Chris schreit die Dumme. 85, ein. Ja. Ah, 100. Jawohl. Okay. So, jetzt? Was müssen wir jetzt hacken? Warte auf Securo Surf. Okay. Jetzt kann man bestimmt gleich fliegen. Shit. Ah nee, war doch richtig. Nee. Ich schwebe lieber. Ich schwebe lieber. Vielleicht doch nicht. Nee, besser nicht. Kann man hier vielleicht hoch schon? Natürlich nicht. Wie oft sonst. Also, doch, geschafft. Ja, wie weit ist denn der International bis? Achso, soll ich kalt durchführen. Müssen wir jetzt Flugzeuge hacken? Ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir... Können wir gleich fliegen.
gleich fliegen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wieder eine Mission, Leckofonie. Typisch Audi-Fahrer wieder, ey. Was? Melden sich gleich zwei Stück. Was? Ja, guckt mein Let's Play, dann seht ihr, was ich meine. Die Lotse mich in der Zivilisation, was ist denn wieder los? Die Ego sich ja nur damit fährt. Ist richtig hart, ne? Ja. So, mach die Ports OP. Vor allem fliegt der rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Yeah! Woo! Marty! Marty! Ja, na, wenn du jetzt auf Bremsen drückst, dann bremst du halt nicht, ne? Alter, du hast hier die Feuerwehrleute um. Nein, die haben sich umfahren lassen. Ach so. Oh, so. Der Wachmann kommt hier hin, der guckt schon. Okay, kein Stress. Der guckt schon. Benehmt euch unauffällig. Benehmt euch unauffällig. Fällt doch nicht auf, der kommt zu dir in das Auto. Alles in Ordnung, Herr Wachmeister. Guten Tag. Warte, wenn ihr nicht hinguckt. So. Oh, warte. JP, wo fährst du hin? Ich muss hier oben erstmal runter. Was machst du? Was läuft denn der hier so blöd rum? Ey. Oh. Entschuldigung. Geh ruhig weiter. Ich wollte einparken. Oh Gott. Nein! Fahrt auf die Startbahn. Fahren kann man das ja nicht nennen, es ist erschweben. Oh geil, ey, so ein Riesenteil. Oh krass. Ich würde auch mal gern fliegen. So, hacken! Oh, ich glaube, jetzt können wir fliegen, jawoll! Nein! Wie denn? Einfach den Stick zurückziehen, jawoll! Ja. Alter! Wir können aber längst nicht so... Hilfe. Oh fuck, ich muss höher fliegen. Ah ne, jetzt. Nice! Aber du musst aufpassen halt, du fliegst halt schneller als das Flugzeug, ja. Ne? Ich versuch das auch. Ich versuch jetzt mal hinten auf dem Flügel zu landen. Man merkt richtig, wie man von den Turbinen zurückgedrückt wird. Ja. Komm! Boah, voll krass, voll krass. Also es macht mega Laune auf jeden Fall. Nein, ach schade. Ich denke, das Ziel. Hauptsache, das ist ein russisches Alter, Flugzeug. Hinter uns, hier hinter ist die uns. Russische Flagge drauf. Ja, scheiß auf die. Wie scheiß auf die? Um die kümmere ich mich jetzt. Okay, mach gut, ich bin am Hacken. Ja, ich auch. Oh. 81, oh. 82, 84. Nein! 90. Also müssen wir mal hinten den Arsch freihalten. Ja. Alles gut. 96. Oh. Nein, Kontakt abgerissen. Nein. Boah, wie das fliegt, ey. Krass, ja, 100. Mann. Yeah! Zerstört! Woo! Oh, ich will den privat haben. Ich will den so frei fahren dürfen.
Ja, Mann, der kommt nur noch Blödsinn mit. Hinter uns ist noch ein Heli. Oh ne, ist weg. Alles klar. Das macht man noch die so Ego-Sicht an. Was meinst du? Die Ego-Sicht, die ja Ego-Sicht. Geil. Oh, im Innenraum, ich hätte jetzt gedacht, wenn man sich im Innenraum umguckt, ist da vielleicht der Fluxkompensator oder so, aber leider nicht. Nee, hab ich auch schon gedacht, aber... Das ist ein geiles Easter Egg. Haben wahrscheinlich... Diese Ostereier, ey. Haben wahrscheinlich die Filmrechte zu viel gekostet. Weiß einer zufälligerweise, wie das Nummernschild von dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft war? Weiß ich nicht, warum. Weil mir das so bekannt vorkommt. Habt ihr auch 29... Was hast du auf deinem Nummernschild stehen? Ich habe 29 MKI 974. Nee, ich habe 61 NSH 237, also okay. Da schon jeder ein anderes. Okay. Oh, wir müssen hier runter? Scheiße. Ja, einfach Dingens ausmachen, den Boost. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wie komme ich denn runter? Abgang ist aber schnell. Einfach nach unten drücken, ich bin mir gerade eben schon gefahren. Und dann im kurzen Moment, bevor du aufsetzt, einfach X drücken. Dann fährst du direkt weiter. Okay. Hä? Ich habe irgendwie die ganze Zeit so komische... Achso. Hm. Oh, 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 oh Gott. Ich hänge hier fest, aber ich bin scheinbar da. Alter, Alter, Alter. Schon wieder auf der falschen Seite gelandet oder war das hier los? Hä? Puh. Hä? Oh nein. Oh, das nein. Brennt bei mir. Oh, nein! Nein! Oh, der ist irgendwie auf so einer Ecke hängen geblieben, der war aber laut denen schon da, hing auf der Ecke, ich kam nicht weg, ja, und dann ist er leider in Flammen aufgegangen. Aber jetzt müssen wir die ganze Scheißmission nochmal neu machen. Nur vom Flughafen aus. Nee. Das ist gut. Doch. Sicher? Jo. Nee. Das ist gut. Doch. Sicher? Jo. Ja, Gott sei Dank. Ja. Boah, hätte ich die auch getreten. Das wäre gemein gewesen, wirklich. Oh, wir haben aber wirklich... Oh, wir haben sechs... Ja, wenig Zeit. Ja, warum geht meine Tür auf? Meine auch. Ja, deine Tür ist immer auf. Mach mal die Boards zu. So. So, ich versuche jetzt echt mal auf den auf der Kiste hier zu landen. Boah! Ich bin gerade voll mit der Turbine zusammengestoßen. Alter, was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Warum? Warum? Was hat er gemacht? Dieses scheiß Spiel. Und nochmal. Ach, meine Güte. Guck mal, das ist wie so ein Le Mans-Start, weißt du? Alle fahren los, keiner reißt was. Jetzt macht er schon wieder die Tür bei mir auf. Am besten nicht gegen das Flugzeug knallen. Ja. Erst wenn er in der Luft ist. Ziemlich weit oben in der Luft ist. Ja, das Flugzeug wird geil, wenn man sich das kaufen könnte. Alter, hebt der nicht ab? Doch. So, doch, jetzt. Doch. Oh, lass den erst noch ein bisschen hochkommen. Oh. Pull
Komm, ihr habt ja schon wieder nach rechts. Ja. Oh. Okay, ich lasse mich schon mal ein bisschen nach hinten fallen wegen den Helis. Jo. Ja, da kommen sie schon. Er hat es extra so gemacht, dass du nicht auf dem Ding hier landen kannst. Ja. Kannst du nicht. Sauber. Ja, versucht's auch nicht. Der macht schon wieder irgendwelche komischen Bewegungen. Ich hab's gerade versucht. Ist das Fahrwerk eingeklappt, aber... Alter, wie fliegt der, ey? Der wird uns abschütteln. Ja, Mann. Hat der Versuch. Besoffener Pilot. Das ist ja auch eine russische Maschine, ne? Richtig. Seht ihr irgendwie den Hacker-Fortschritt? Ja. 100%. Ah, okay. Wow. Boah, oh, verpiss dich! Wir sind schon wieder irgendwo Helis, kann das sein? Unter uns. Will sich da einer drum kümmern? Ja, ich versuche gerade runterzukommen, aber irgendwie... Einen habe ich. Ich habe auch einen. Geil, Alter, da spricht er mit diesem System. Diesem Computer. So, Helis sind platt. Für das Landen müsste es aber, glaube ich, noch eine etwas bessere Möglichkeit geben. Das finde ich ziemlich riskant, dass du dann einfach auf X drücken sollst oder so. Ja, du musst halt ganz knapp über den Boden schweben und dann, weißt du. Ja, nee, das meine ich nicht, dass du überhaupt erstmal runterkommst aus der Höhe, das meinte ich. Ja, ja, klar. JP, du bist ziemlich leise bei mir. Müsste man jetzt hier auf diesem Parkhausdach landen oder wo, oder was? Ich denke, ja. Jo. Weil da war ich eben... Ach da, okay. Nee, das ist geil. Einfach langsam fahren und dann auf Bauten drücken. Das geht eigentlich fit. Die Idee aber auch mal, es kommt die Kiste hier einzubauen. Mhm. Ja, richtig gut, ey. Ist das geil, wenn sie noch eine A-230 oder so einbauen. Okay. Geschafft? Okay, okay, we got the cars. Job well done, folks. Geschafft. Gott sei Dank. Ja. Ja, ich denke, die nächsten Missionen machen wir dann irgendwann später, ne? Mhm. Haben wir jetzt erstmal für, denke mal, 3-4 Tage habe ich erstmal genug voll. Bleibt ja noch ein Wochenende. Bin schon wieder alleine in der Lobby. Ah nee, doch nicht, da seid ihr ja. Hä? Bei mir lädt noch so. Ich habe Predator gerade ganz kurz gesehen. Naja, gut. Ja, ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Alter, hier schießt wieder irgendjemand. Ich kann nicht schießen, Alter. Ich kann nicht schießen. Ich kann euch leider nicht abschießen. Hä? Ich kann euch auch. Ah ja, wir sind an einem Motorrad.
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Mann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Lester ruft gerade an. Ich lasse ihn einfach mal quatschen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao. Ciao. Oh! Aua! Ey, meine Tür! Du bist doch versichert! Die müssten das jemand bei GTA wie so einen Online-Markt machen, weißt du? Nein! Oh, ich hab's gewusst! Ich bin auch noch am Schießen, ey! Hast du dich gerade selber abgeknallt, Jens? Ja, mit dem Raketenwerfer? Road Rage, Road Rage, Road Rage. Aua! Ah, ja, oh. Ich nehme immer noch auf.